Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu meinem Videovortrag. Mein Name ist Edgar Köbinger, ich bin 19 Jahre alt und lebe aktuell in Berlin. Ich habe 2019 mein Abitur gemacht und habe danach erstmal ein freiwilliges soziales Jahr im Kindergarten gemacht. Nun studiere ich an der Freien Universität in Berlin Geschichte und Mathematik auf Lehramt im Kombi-Bachelor. Ich möchte dies aber ändern und im Sommer Musik und Geschichte mit Musik im Hauptfach studieren, weshalb ich mich auch bei Ihnen bewerbe. Genau. Wie gesagt, ich möchte mich bei Ihnen für das Studium Musik, Lehramt für das Gymnasium mit dem Hauptfach Klavier bewerben. Hierfür möchte ich Ihnen jetzt zunächst meine drei Stücke vorspielen oder auch besser gesagt vorsingen. Das wird zum einen sein Sehnsucht nach dem Frühling von Mozart. Das zweite Stück wird lauten Das Wandern ist des Müllers Lust von Wilhelm Müller. Und das dritte Stück wird The House of the Rising Sun von The Animals sein. Ich werde das dritte Stück im Rahmen des schulpraktischen Musikspiels auslegen. Das heißt, ich werde mich auf dem Klavier begleiten und werde auch eine kleine Improvisation einbauen. Dazu werde ich die beiden Stücke in zwei Tonarten spielen. Dazu werde ich aber später noch etwas sagen. Genau. Und ganz wichtig noch, die anderen beiden Stücke werde ich jeweils a cappella vortragen. So. Ich werde nun beginnen mit dem ersten Stück, Sehnsucht nach dem Frühling von Mozart. Komm lieber Mai und mache die Bäume wieder grün und lass uns an dem Bache die kleinen Veilchen blühen. Wie möchten wir so gerne ein Veilchen wiedersehen? Ach, lieber Mai, wie gerne einmal spazieren gehen. Zwar Wintertage haben wohl auch der Freuden viel. Man kann im Schnee einst traben und treibt manch Abendspiel. Baut Häuserchen von Karten, spielt blinde Kuh und Pfand. Zwar macht man Schlittenfahrten durchs liebe freie Land. Ach, wenn's doch erst gelinder und grüner draußen wär. Komm, lieber Mai, wir Kinder, wir bitten gar zu sehr. O komm und bring vor allem uns viele Veilchen mit. Bring auch viel Nachtigallen und viele Kuckucks mit. Das wäre das erste Stück gewesen. Und nun werde ich noch das zweite Stück vorsingen. Das Wandern ist des Müllers Lust von Wilhelm Müller, was auch a cappella sein wird. Das Wandern, das Wandern, das Wandern. Das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern ist des Müllers Lust, das Wandern. Das muss ein schlechter Herr Müller sein, dem niemals fehlt das Wandern, nein, dem niemals fehlt das Wandern, nein, das Wandern. Vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser haben wir's gelernt, vom Wasser. Das macht nicht rastbar bei Tag und Nacht, ist stets auf Wanderschaft bedacht. Das Wasser, das Wasser. Den Rädern sehen wir es an, den Rädern sehen wir es an, den Rädern. Die sich, die gar nicht gerne stille stehen, die sich mein Tag nicht müde drängt, die Räder, die Räder. Das wäre das zweite Stück gewesen. Genau. Und nun werde ich noch mein drittes Stück vorspielen und auch das letzte, was The House of the Rising Sun sein wird. Das werde ich, wie gesagt, auf dem Klavier auch spielen, also mich quasi begleiten, und ich werde das Stück in zwei Tonarten spielen und einmal zunächst in D-Moll und das andere in A-Moll. Und jetzt werde ich beginnen mit D-Moll.
There is a house in New Orleans. They call the rising sun. Has been the ruin of many poor girls and me. Oh Lord, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. And my husband, he's a gambling man. Drinks down in New Orleans. And I'm going to spend the rest of my life beneath that rising sun. Das wäre die erste Version gewesen. Und jetzt werde ich noch eine zweite Version spielen. Wie gesagt, in A-Moll. They call the rising sun has been the ruin of many poor girls and me, oh Lord, I'm one. My mother, she's a tailor. She sews those new blue jeans. And my husband, he's a gambling man. Das wäre mein letztes Stück gewesen. Und ja, das wären meine drei Stücke gewesen, wie gesagt. Also meine Präsentation für Sie oder auch mein Videovortrag. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich würde mich sehr über eine Rückmeldung freuen und hoffentlich trifft man sich mal in Präsenz.